Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen Mais. Das ist die Version 1.4, Produktion 1.5. Sind neue Produktionen dazugekommen. Ich meine, ich persönlich bin froh, wenn ich die jetzigen überhaupt noch bauen kann. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil der LS kommt ja ein bisschen später. Wann? Diesen Jahr auf keinen Fall. Laut Meldung soll es so sein, dass die Konsole der Grund ist. Die Konsole, die PlayStation 4 ist ja im Prinzip, sagen wir ehrlich, zu schwach. Und die nächsten Geräte sind ein bisschen stärker ausgelegt. Das heißt aber also, dass sie das auch ausreizen werden. Letztendlich ist das für uns am PC was Gutes, weil dadurch kriegen wir oder könnten wir was Besseres bekommen, ne, von der Leistung her. Dass das besser aussieht, mehr Funktionen hat, ne? Wobei vielleicht in Bodenstruktur und so und alles. Das hieße, wir könnten dann eindeutig besser und mehr darstellen, ne? Also als vorher. Weil die Konsolen sind dann da ein bisschen schwach. Ja, und Details, wir müssen uns ein bisschen näher gedulden, ne? Sie haben es versprochen oder sie haben angekündigt oder angekündigt wurde, dass 3 DLC kommen. Wann? Weiß keiner. Der letzte ist ja auch schon ein paar Tage her. Wann war der? Im Herbst, ne? September ungefähr, ne? Naja, gut, in den neuen werden sie ja schon in Grundzügen zumindest von der Idee schon fertig haben. Nur halt produzieren. Und die Frage ist nur, die müssen die Daten haben, was der neue PlayStation und die Xbox dann hat, ne? Und danach können sie entsprechend auch den Rest einstellen, seien wir ganz vorsichtig, ne? So, das Feld ist durch. Das heißt, aber das tut weh, da geben wir nicht rein. Der klappt zu, wie es gehört. So. Weil wir erstmal den anderen Silo verdichten und zumachen. Das werden wir zuerst machen. Das heißt, wir fahren mal den Rest rüber. Wir können auch von hier fahren. Und das macht jetzt auch nicht rein nicht fett, einen Viertelhänger von da Seite abzukippen. Aber gut. Und dann können wir gleich mal gucken, was wir noch verdichten müssen, ne? Bisher haben wir ja nun bis fast nicht verdichtet, also gar nicht verdichtet. Also gut. Aber der ist ja ein großer Brocken hier, ne? Der sagt, sozusagen Käse, aber ist kein Käse, ne? So, vorne wieder runter und anschalten. Soll dann möglichst wenig an der Ränder ran. Ohne Mitte wäre nicht so tragisch, aber ich traue den Frieden nicht. Na da. So, was haben wir für Werte hier? Ja, das speichern wir aber nicht. So. Fast 240 oder 2 Millionen fast. 2,4 Millionen fast. Aber verdichtet wird nichts, ne? Einer ist aus. Wer? So, mal gucken, dass wir den hinten abgehängt bekommen. Das fährt sich ein bisschen besser, ne? Müssen wir hinten stellen. Und dann wieder vorne, nach vorne stellen. Damit wir es verdichten können. Verteilen. Aber nicht meine Außen. Jetzt haben wir schon das Maß gesehen verdichten, also bei ja, 50%. Verteilen brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann machen wir kurz aus und wieder an, weil
Dann müssen wir einzeln verdichten, also ausschalten. Das machen wir einmal. Ist im Grunde schon schön glatt. Die Ränder werde ich nachher ein bisschen aufsammeln. Mit dem Ladewagen und dann geht das gut. Und dann wird sich beweisen, ob die rechte Silowand dicht ist. Ich persönlich vermute mal nicht. Wenn das schon durchdrückt mit Verteilen, könnte ich mir das vorstellen, dass es nicht dicht ist. Aber wenn wir das sehen, wie es weit ist. Aber ich weiß auch nicht, wie man sowas ändern könnte. Keine Ahnung. Eher daran, dass es vom Grundprinzip her nicht funktioniert. So, Folge habe ich gezählt jetzt. Ist auch egal, ne? Noch nicht genug. Aber ich habe es angefangen. Es kann sein, dass ich dann sage, wenn ich auf 3 Tage spiele, ein bisschen reduzieren, das kann natürlich sein. Aber wir haben noch keinen Frühling, ne? Ja, wenn man das Ganze reinkippt, was da außen ist, dann wird es fast 2,4 Millionen. Ne? Für 10 Hektar nicht schlecht. Aber so wenig Geld dafür. Ha! Messwetter, da bin ich mal gespannt, was die da machen. Wenn die BGH so wenig Geld bringt. Frage: Machen die mit Season oder machen die ohne? Das ist hier eine entscheidende Frage. Ja. Die meisten machen ja ohne Season hier. Das gefällt mir gar nicht. Ich würde mal ganz vorsichtig mal anfragen, ob ich da mitmachen darf. Ich würde mal fragen, wenn sie noch einen brauchen, ich bin da gerne bereit, da mitzumachen. Ne? Aber aufteilen habe ich mich nicht. Denn eins weiß ich. Ich kann, ich muss nicht. So, das ist zum Thema hier. Wir haben noch, ich weiß nicht, Mais zu machen. Ja, ne? Mais, Mais, Mais. Aber das sieht gut aus. Mal gucken, mal Kursplay. Ja, das geht hoch oder fahren. Und zwar in der Mitte fahren. Da können wir schon anderen vorbereiten. So, hier mal einstellen. So. Vorwärts. Wir müssen ja nicht viel fahren, nur vorwärts und rückwärts, glaube ich. Rückwärts. Mach's zum ersten Mal so. Ja, warum willst du nicht? Nee, will nicht. Vielleicht muss der Punkt vorm Pfeil sein. Das kann sein. Rückwärts. Das ist möglich. Oh ja. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut ist jetzt. Brauchen nämlich ein paar Prozente. Haben wir genug Ton?
So ist das nicht gedacht. Man muss mit dem Schutzschild hinterm Dings sein. Weil er auf keinen Fall an den Rand lang fahren soll, da er gerade viel rausgehen könnte. So. Soll man das mal ausschalten? Stopp. Leider hin. Wenn es hier klappt, dann können wir in aller Ruhe den Hexer umstellen, schon mal Kurs programmieren und dann anfangen schon mal mit dem Gleittraktor zur Not. Muss ich nicht verstehen. Das mache ich jetzt verkehrt. Vor und zurück, das passt. Vielleicht muss ich mit dem Stoppschild ein Stück vorwärts fahren, das kann sein. Gut. Neues Ding. Beginnen. Da mal rumfahren ist auch Blödsinn, weil dann meistens Zeug rausgefahren wird. Stopp. Rückwärts. Und stopp. Ist das ja so, ne? Müsste eigentlich funktionieren. Eigentlich. Das ist eine gute Frage. Vorher war der Stoppschild immer hinterm, also im Prinzip hinterm Anfangsfall, jetzt ist es vor dem Anfangsfall. Das klappt jetzt besser. Mal sehen. Man kann alleine ein paar Prozente fahren und wir können in aller Ruhe schon mal was einsammeln, ne? An der Ränder. Ja, das Licht ist so schön hier geworden. Ja, 1940, Wahnsinn. Im Spiel. So ist reell, ist 9 zu 2. Ja, das funktioniert. Sag mal so, ne? Jo, bleib mir am Leben. Da ist der Bergmann und der andere ist ein Hof, ne? Ja gut. Wir haben gesagt, wir bringen ihn an erstmal auf nächsten Feld machen. Oder kommen die rüber? Da fährt nichts. Wir bringen das rüber. War nass. Wo bist du? Man kann dich angelassen. Löschen. Das könnten wir eigentlich pflügen. Die können wir jetzt vorbereiten, ne? Da pflügt, glaube ich, den Hof. Oder haben wir den noch auf so liegen bei Feld 44?
Wo wir noch eine Ausfahrt machen wollen. Alles war auffällig. Okay, der Flug ist da. Okay. Gemeinde zurück. Der Flug ist fertig. Wir haben schon ausgesehen. Ja, und das ist gut so. Hier ist die Leistung. Jo. Schafft er, ne? Wenn ich mal Lust und Zeit habe, schaut mal an der Grafikkarte an, wie groß die ist. Ob wir das eingebaut bekommen von der Länge her. Aber ausbauen muss man auf jeden Fall mit den Schrauben. Und dafür habe ich noch ein bisschen immer wenig Lust dazu. Obwohl der alte Rechner nicht ganz so schwierig ist. Und da sind Steckerbindungen ein bisschen leichter als in den neuen. Der neue ist ja richtig, ja, nicht mehr, aber halt komplizierter, weil ich da nicht richtig rankomme. Und deswegen gehe ich da ungern ran. So, unseren Flug, den werden wir gleich rüberfahren auf Feld Nummer 3. Bin trotzdem müde. Aber zum Schlafen gehen ist auch so früh, ne? Ist ja erst 9 zu 5. Meistens, wenn ich munter bin, später. Bleibt mal auch eine kleine Pause nachher. Guckt ein Video an. Ja, das kann auch nicht schaden. Jetzt fahren wir 46. Wir fahren mal durch den Marsch, ne? Im Dunkeln, im Schummrig. Oh ja. Meldung, alles gut? Alles gut. Alles stabil. Kam nämlich graue Haare, wenn ich die Meldung gelesen habe, hier bei beim Aufnahmeprogramm ausgelassene Frames. Das war ja super grau. Ne. So, die Show, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich denke mal, wir sehen uns gleich wieder vorbeigefahren an der Straße. Dann sage ich immer Tschüss und Ciao. Ja, bis daher. Tschüss.